Wenn es den Computer nicht gegeben hätte, wäre auch das Internet nie erfunden worden. Und der allererste Computer der Welt, der steht hier hinter mir im Technikmuseum und den schaue ich mir jetzt mal an. Der erste weltweite Computer, den es gab, den hat Konrad Zuse erfunden. Und ich stehe hier neben Horst Zuse, das ist sein Sohn. Und der ist auch Experte auf dem Gebiet der ersten Rechner, denn er ist selber Professor für praktische Informatik und Softwaretechnik. Was haben diese Rechner, also dieser Z3-Rechner von 1941, überhaupt noch mit den Computern von heute zu tun? Es ist ganz einfach eigentlich. Das trifft heute auf jeden PC, auf jeden Großrechner zu. Wir haben ein Rechenwerk dort. Wir sehen die vielen blauen Relais dort und wir haben Speicherschränke. Und jeder Computer hat heutzutage Speicher. Und was gehört noch dazu? Es ist ganz wenig eine Ein-Ausgabekonsole und die Programmsteuerung. Und das sind auch die Grundkomponenten eines heutigen modernen Computers. Was braucht man denn an Material, um so eine Rechenmaschine nachzubauen? Ja, da gehen wir einfach mal hierher. Das sind die Relais von 1941, das sind Telefonrelais aus der Telefontechnik. Und daraus bestehen auch die ganzen heutigen Computer. Und natürlich die ganzen Internetbenutzer werden sich fragen, naja, also Internet mit sowas, ist das auch wirklich so? Ja, es ist Rechnen, damit kann man rechnen. Und die modernen, das ist das. Dann lassen wir die Maschine einfach mal rechnen. Wir nehmen die 20. Jetzt müssen Sie da mal schauen. Sie sehen, es leuchtet da unten eine ganze große Anzahl. Es sind 133 Relais auf, die jetzt bestimmte Rechnungen durchführen. Und da kann man einfach mal sehen, wie die Maschine einfach arbeitet. Das sind einfach immer diese Relais, die ich gezeigt habe, die jetzt an- ausgehen. Wenn sie an sind, wie ich gezeigt habe, leuchtet die LED auf. Übrigens wird das heute bei modernen Computern ganz genauso gemacht. Sie merken es bloß nicht. Ja, es geht in einer Millionstel Sekunde, ist das erledigt, aber Sie merken es nicht. Es müsste jetzt, hoffentlich geht's gut, eine 2 aufleuchten und dann hätte er die 20 als Ergebnis. Da ist er. Was aber heutzutage jeder Computer in einer Millionstel Sekunde erledigt. Danke. Gern geschehen. Das war jetzt natürlich nur ein kleiner Ausflug zurück zu den Anfängen des Computers, aber im Monat März erwartet euch bei Fluter noch einiges mehr. Wisst ihr, wovon Wikipedia-Autoren eigentlich leben, welche gesundheitlichen Schäden Internetnutzung hat oder was das Cybercrime Center ist? Nicht? Na dann schaut auf fluter.de. Viel Spaß!